Der nächste Text heißt Wussow. Heute in der Früh, wie ich aus dem Haus gehe, steht da der Klaus-Jürgen Wussow vor einem Schaufenster. Wahnsinn, denke ich mir, das gibt's ja doch nicht, der Klaus-Jürgen Wussow! Um vier, wie ich von der Arbeit nach Hause komme, geht der Klaus-Jürgen Wussow auf der anderen Straßenseite auf und ab. Na, denke ich mir, der hat aber Zeit. So ein Schauspieler müsste man sein. Jetzt ist es fast 23:30 und der Klaus-Jürgen Wussow schleicht immer noch da draußen herum. Was schleicht er da herum um die Zeit? Schrei ich hinunter. Schleich dich heim, Wussow! Schreit er herauf. Halt die Goschen, Wenzel! Ich lese jetzt drei kurze Texte. Der erste ist 10 Nägel. Komm ich heim, zwickt sich der mit meiner guten Schere seine 10 Nägel ab. Sag ich gleich, zwickst du dir leicht mit meiner guten Schere deine 10 Nägel ab. Das war der erste kurze Text. Der zweite kurze Text heißt 2 Sterne. Der war heiß, der Herr Doktor. Erst reißt ihm ein Vandale, ein Sauhund, dem Stern vom Mercedes ab. Dann rutscht er aus auf dem Eis und reißt im Fallen den Stern vom zweiten Mercedes herunter. Na, der war heiß, der Herr Doktor. Ein dritter, kurzer Text, innen ins Gedicht. Ein kurzes Gedicht über das Klonen von Menschen. Ist es eigentlich möglich beim Klonen, jetzt rein technisch gesehen, dass man den Achselschweiß weglässt? Da tät ich nämlich schön drum bitten. Etwas Witziges. Das ist auch immer so etwas Witziges. Sitzt in der U-Bahn ein Papa mit seinem Butzel, steckt das Butzel, wie die Butzel das halt immer so machen, dem Papa den Finger in den Mund und der Papa macht Uah, wie wenn er hineinbeißen würde in den Butzelfinger. Er tut aber nur so. Ha, sag ich zu ihm, da müssen Sie mal wirklich zubeißen. Was glaubst du, wie das Butzel dann schaut, wenn Sie so richtig hineinbeißen in den Butzelfinger? Blut so spritzt, das wäre das Beste. Da müsste man wirklich in den beißen. Das wäre das Beste. Da würde das Butzel schauen, richtig abbeißen müssen sie den Butzelfinger. Und da hat das Butzel schauen, richtig abbeißen müssen sie den Butzelfinger, Mann. Richtig abbeißen, dass du richtig das Blut spritzt. Was glaubst du, wie das Butzel schauen hätte, wenn es in den Butzelfinger in den Mund steckt und ich bin zurückgekommen, weil sie den Butzelfinger abgebissen haben? Das müsst du wirklich machen. Das müssen sie natürlich nicht wirklich machen, sage ich dann zu ihm, weil er so komisch schaut. Das habe ich nur wegen dem Humor gesagt. Wieder 2 kurze Texte. Der erste heißt Der Wahnsinn der jungen Leute. Kein Taschentuch, hat sie keines mit. So was brauchen die jungen Leute ja nicht. Aber das Handy hat sie immer mit dabei, darauf kann sie nicht verzichten. Das ist der Wahnsinn der jungen Leute. Telefonieren können sie, schnäuzen können sie sich nicht. Zweiter Text heißt, schau nicht so dämlich, Plattenverkäufer. Wenn man heute Platten kauft oder CDs, bräuchte man immer jemanden dabei, der sich so richtig gut mit Musik auskennt. Gott sei Dank habe ich so jemanden, nämlich mich selber. Katze katholische. Sie schmiegt sich ministrantenartig an meine Füße und miaut was Frommes aus dem Gotteslob. Wart du nur aufs Evangelium! Sicher nicht. Kommt sicher nicht in Haus. Weil wenn wohin kommt, scheißt alles an. Scheißt Küche an, scheißt Badezimmer an, scheißt Wohnzimmer an, komplett. Scheißt an Fernseher, scheißt an Stehlampe schöne. Scheißt an, Leuchtglobus mit ganze Welt. Ganze Welt scheißt an! Soll scheißen an, ganze Welt. Sicher nicht scheißt an, Stehlampe schöne. Der nächste Text ist nicht wirklich von mir, das heißt 3 Salzburger Gstanzeln. Und ich singe das einfach noch, weil das habe ich gehört bei einer Hochzeit in Pongau. Und dort ist es so üblich, dass da über jedes Familienmitglied eigenes Gestanzel gesungen wird.
Und das zieht sich da über eine halbe Stunde weg. Das heißt, es kommen da Familienmitglieder zum Zug, über das dann nicht so viel zum Sagen gibt, und da wird dann weit ausgeholt. Das sind drei Salzburg-Stanzeln. Also da geht es so ein bisschen Familiengeschichte. Man muss eigentlich die Menschen nicht kennen, damit man das irgendwie da einleuchtend findet. Erstens. Der Vater vom Gerhard, der schaut halt immer recht aufs Geld. Und da soll ich mal zum Fußdinger, zum Autoherrichter Fußdinger fahren, weil bei seinem Auto ist der Tachometer kaputt und die Heizung. Das war original noch, sagen wir es mal. Zweitens. Der Michi im Studentenheim, dem hat die Mama eine Kaffeemaschine mitgegeben. Da hat sie gleich 30 Waschmaschinen geputzt. Na, gescheiter war es gewesen, sie hätte mir einen Kaffee in der Thermoskanne mitgegeben. Drittens. Und die Lisi, die hat jetzt in Salzburg eine neue Wohnung. Ich selber war ja noch nicht dort, aber sagen dann, im Boot sind die Fliesen so schief. Fürchterlich. Da stinkt es. Riechst du das? Da stinkt es ja ganz fürchterlich. Fürchterlich stinkt es. Weißt du, was da so stinkt? Ich rieche schon etwas, aber was das ist? Was ist denn das, was da so riecht, so unangenehm? Was heißt da riechen? Stinken tut es! Und weißt du, was da so stinkt? Weißt du, was da so stinkt? Das kann ich dir schon sagen, was da stinkt. Das ist nämlich die Chrislona, die da stinkt. Was da so stinkt, das ist die Chrislona. Was da so stinkt, das ist die Chrislona. Die stinkt so fürchterlich. Fürchterlich stinkt die. Die Chrislona? So riecht die Chrislona? Das glaube ich nicht. Das glaubst du nicht? Dass die so stinkt, das glaubst du nicht? Das glaube ich, dass du das nicht glaubst. Das glaube ich. Die ist 63, 64 Jahre und stinkt, dass du glaubst. Ja, gibt's denn das? Die stinkt, die Chrislona. Fürchterlich, wie die stinkt. Die stinkt, die Chrislona. Das glaubt man nicht, so stinkt die. Fürchterlich stinkt die. Soll man gar nicht glauben. 63, 64 Jahre und stinkt, dass du glaubst. Dass du glaubst, ja, gibt's denn das? So stinken. Ja, gibt's denn das? Das möchte man gar nicht glauben, dass die Chrislona so stinkt. So stinkt. Ja, gibt's denn das? Die Chrislona stinkt. Und wie die stinkt! Und wie die stinkt! Fürchterlich stinkt die! Fürchterlich!